Leute, guckt euch an, was ich gefunden habe. An der Superstar. Es ist einfach Mario Choreo. Ich bin hier gerade einfach nur ins Gras gelaufen und dachte mir nichts Böses. Da kommt mir Mario Choreo entgegen. Was? Okay, das ist ein schöner Start in die heutige Folge, würde ich sagen. Okay, Mario Choreo wurde gefangen. Sehr, sehr knorke. Und es ist ein Krebskorps. What the fuck? Okay. Also ich habe den Sound gar nicht gehört, von daher konnte ich gar nicht wissen. Es ist Poison Flug. Okay. Sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich gebe ihm keinen Spitznamen. Der Name, der ist schon echt nice, so wie er ist. Und damit, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Stars, dem einzig wahren Robben-Hack mit Ulkigkeitsfaktor. Wie komme ich gerade auf Ulkigkeit, fragt ihr euch? Das frage ich mich selber. Und da haben wir noch den Super Saiyajin, den wir abfrühstücken müssen, weil wir es vergessen haben. Keine Sorge, wir werden gleich wieder dorthin gehen, wo wir im letzten Part waren. So, setzen wir mal den Boy ein und schauen mal, wie er aussieht. Er fliegt. Er tanzt oder fliegt einfach in der Luft. So random. Aber gut, dass wir es vierfach abgefangen haben. Was können wir denn so? Wir haben Schnabel. Aircutter haben wir. Aircutter hört sich gut an. Batz. So, wir hatten hier noch eine Quest zu erledigen. Von daher werden wir hier mal gucken, was jetzt hier abgeht. Irgendwas bekommen wir bestimmt noch hier, oder? Kann das sein? Subscribe to that. Bottle Cap. Okay, was ist das für eine Bottle Cap? Oh, you already subscribed to Cat Facts? Ja, Cat Facts sind echt geil. Super Kanal, by the way. So, da sind wir auch schon wieder und grüß Gott, Frau Kukui. Ich hoffe, dir geht's gut, denn uns geht's sehr gut. Obwohl, wir können mal ganz kurz an dein Milch und ich weiß auch nicht, was wir mit ihrer Milch tun, aber wir haben auf jeden Fall Milch getrunken und Alter, die macht voll die Sit-Ups. Sportlich, sportlich, Fräulein. Okay, es geht voran, denn wir müssen jetzt hier gegen Anegos kämpfen. Oder Mogelbäume. Tschüss, warum auch immer ihr da wart. Ich meine, es sind beides Gestein-Pokémon, von daher passt es ganz gut, ne? Okay, da wollte man gerade irgendwie sagen, weißt du, wie man Pokémon in Anego entwickelt? Und dann macht er einfach den Alola-Move und sagt sich, yo, wir kämpfen jetzt einfach. Okay, Yakmo, achso. Ja klar, Miniras, kein Problem. Von unser Wario Choreo. Das ist so episch. Aircutter, einfach mal einen Aircutter droppen. Protect. Du kannst ihn nicht schützen vor dem bösen Wario. Ich mag es auch, wie Wario spricht einfach, ey. Hoffentlich habe ich diese Wario-Musik drunter gelegt. Ich weiß ja nicht, wie ich das schneide. Bin super gespannt. So, Pam, Damage ist... Okay, Dragon Tail. Das heißt, wir werden geswappt. Tschüss. Gegen was willst du kämpfen? Okay, gegen Baby Kai. How Lucha hat der Boy noch. Okay, das könnte aber diesmal hier unser guter Wario Choreo hinkriegen. Der Name ist so retarded. Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass ich gar nicht richtig im Bilde bin. Jetzt sollte das Bild auch besser passen. Es tut mir leid, dass es gerade nicht gepasst hat. Und Mario Choreo! Oh Mann, was soll denn das? Spast. Combustkern. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es klingt irgendwie merkwürdig. Wir schauen einfach mal. Los, lol. LOL. Hallo. Oh, Jungglut hat der Boy. Sehr stylisch. Bam! Da haben wir den Boy besiegt. War ein krasser Kampf tatsächlich. Er hat die ganze Zeit mit Sandattack ein bisschen gestallt. Aber Lily da hinten im Hintergrund hat uns, die hat uns geholfen. Und Gladio, du hast schon mal den Boden zerstört. Macht dir nichts draus. Jeder verliert mal. Kukui, ich brauche Milch! Dankeschön. Okay, jetzt wo wir Milch haben. Ne? Milch ist Gift. Leute, falls ihr es nicht wusstet, Real Talk des Todes. Milch. Was tun die beide da? Gucken die sich gegenseitig? Ich will es nicht wissen. Okay, falls ihr es nicht wusstet, die Substanz Milch, die von einer Kuh abgesondert wird, beziehungsweise auf ganz willkürliche und böse Art, abgezapfte Art. Heilige Scheiße, was sage ich da eigentlich? Milch ist Gift, laut Simon Unge. Und ich kann da jetzt nichts Großartiges zu sagen, aber ich muss sagen, Pokémon ist Gift, wenn das Spiel weiterhin so salzig und komisch ist, wie ich es bisher
kennengelernt habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin gespannt, was diese beiden Boys da erstmal haben werden, weil die gucken sich da mehr oder weniger so ein bisschen... Hallo. An. So, ich bin gespannt. Training, Training, Dancing. Und Rot sagt mal wieder gar nichts. Das ist Red, Leute, so wie wir ihn kennen und lieben. Also ich würde schon feiern, wenn die Geist... Alter, die haben noch im Duo zu sehen hier, Alter. Okay, Rot und Blau, beide zwei Pokémon. Wo sieht man sowas denn? Charmeleon und Ivysaur. Sehr geile Kombo. Das gefällt mir. Das finde ich krass, ey. Dass es sowas in dem Hack gibt. Und wir mit unseren komischen Viechern, ey. Erstmal Intimidate, Double Drop. Sehr, sehr nice. Und dann kamen wir mit Varicario. Eigentlich easy. Ja, mit Varicario und den Fire Fang Ivysaur rausnehmen. Oh, es trifft beide. Das ist sogar noch ganz okay. Von daher, unsere Taktik sollte offen und gut sein. Fire Fang kommt. Das sollte ungefähr 70-60% machen. Oh, ist One-Shot. Lol. Warum macht das so viel? Ist Ivysaur so bad in der physischen Death? Ich nehm's mal so hin. Level 16 für Mario Cario. Ich liebe diesen Namen. Bottom Pass, okay. Joa, können wir beibringen, ne? So ein Staffette ist nice. Tauboga hat er noch, okay. Stimmt, das ist ja auch ein Signature von Blau so ein bisschen. Ja, aber Ivysaur, normalerweise hatte Blau doch immer Shillock oder Turtok halt, ne? Also ich kann nicht mich daran erinnern, dass er immer der Boy wäre, der immer das Wasserstarter-Pokémon genommen hat. So, Aircutter. Bam, 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 bam. Nice. So, Glutexo ist down. Und was wird jetzt hineingewechselt? Ich bin gespannt. Auch wieder ein Tauboga. Executor. Süß. Leute, ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Jetzt nach diesem harten Kampf brauchen wir die unglaublich schmackhafte Milch von Frau Kukui. Oh yeah. Dankeschön. Yo, und fliegendes Pikachu. Pika Pi. Zwei sogar. Okay. Over here. Okay. Da sind wieder die Grunts und sowas, die Flying Pikachus haben wollen. I want that Pikachu. You get it right. Anyone would like a floating Pikachu. Guck, jeder will eins haben. Die sind super cool. Ihr geht mir auf den Nerv, Alter. Ich bin Iceland-Champion Kahilis Nerv. Achso, ihr seid, geht auf deren Nerv. Das ist halt nicht ganz so cool. Tut mir leid. Spookion haben die Boys. Okay, und ich habe leider eine Sache über Spookion erfahren, Leute, die mir super, 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 super das Pokémon vermiest. Aber ich werde es nicht hassen. Und zwar hat Spookion, wie es aussieht, keine Entwicklungsstufe. Wir werden es niemals entwickeln können. Weil es schon zu OP ist, so wie es ist. Aber... Das Ding kann Intimidate haben, was? Was? Das Ding... Alter, das Ding wird immer noch krasser, wenn ich es schon sehe. We lost. Klar habt ihr verloren, Alter. Ja. Aber lasst ihr die Pika mal in Ruhe hier. Ich will auch eins haben. Weh, ich bekomme keins. Bla, bla. Oh, wie süß. Ist einfach weggeflogen. Voll niedlich. Okay, die gute Dame ist jetzt weg. Wir können jetzt in die Battle Royale oder wir können die Route abchecken. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Und für welche werden wir uns entscheiden? Erstmal sind wir jetzt hier in Royal Avenge. Und was sind hier für Leute in der Stadt? Ist das Turbo Man? Das ist Iron Man! Was? Das ist Iron Man, der hier einfach in der Stadt chillt. Warum seid ihr alle Iron Man? The Battle Royale. Oh, what the fuck? Hier ist ein Iron Man und hier ist ein Hausmeister. Woo! Okay, das war jetzt nicht ganz so all the top. Und hier ist Talis alter Ego, aka Riker. Krass. Aber was hier für Leute rumlaufen, ey. Jetzt fehlt nur noch hier irgendwie noch ein Iron Man, okay. Da ist ein ganz normales Girl mit weißen Klamotten. Sonst noch irgendwas Cooles hier. Ah, nice. Oh ja, und ich vergesse die ganzen Stickers hier, das ist mir klar, Leute. Aber wer bist du, Alter? Was geht mit dir ab? Hi, I'm Doraemon. Are you Nobita? I think so. Keine Ahnung, was der wollte, aber wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Und wir werden den Battle Royale machen, wie es aussieht. Erst Halla ist auch am Start, auf dem wir das öfter mal reiten, was jetzt nicht ganz so cool ist, aber... Bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Und oh, Mask Royale ist da. Ich dachte, den haben sie umgeändert, aber leider doch. Und Lily ist da und Red ist da und alle möglichen Leute der Pokémon-Universen sind hier. Und Lily winkt sogar zu und Rot macht einfach so einen halben Dab. Hey, hey. Look at my Dab. Woo!
wir sind im Battle Dome und jetzt wird ein super interessanter Kampf wahrscheinlich kommen. Yeah, wir haben Varicario. Wow, Wario. Seid er? Captain Rika Sand Serarora. Oh, jetzt sehe ich es gerade erst. Der ist ja voller Serarora, Heini. Ne, er hat einfaches. Wo fühlst du? Okay, was hat Lily? Navi. Halt's Maul, die ballert einfach hier. Lunala raus, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist unfair, Lily. Das ist unfair. Navi ist dein Partner, aber so krass du auch nicht. Und wir sind geburnt, haben noch die Hälfte der KP. Klingt lit. Hier für einen Aircutter. Auf das Level 75er. Nervi und den Rest der Bande. So, wer von euch ist ein 31er und geht auf das halbtote Pokémon drauf? Moongeist Beam. Ja, ciao, Leben. Ja, tschüss, Serarora. War nett mit dir. Ja gut. Ich habe den Lunala nichts abgezogen, es war ein Crit. Ah, Kukui, du bist so ein 31er. Puh, okay, das war ganz geil. Ich würde sagen, wir checken die Route jetzt nochmal ab, bevor wir das vergessen. Und gucken einfach mal, was für Pokémon wir dort finden. Los, Kukui! Evoli? Auf geht es in den Vella Vulkanenpark. Und hey, was geht ab, Alter? Captain David und Kiave making outstanding dancing deal. Ja, easy, Alter. Es wird mega cool. Habt ihr da gesehen? Da lief gerade oben ein Ultrabestie rum. Und zwar war das die Ultrabestie Mosquito. Mosquito war's. Und das ist ein... Warum glitzert das Gras? Und seht ihr, das glitzert alles komplett. Molunkes. Das Polarlicht ist das! Wie geil, das Polarlicht scheint hier einfach. Vielleicht gibt's ja crazy Polar-Pokémon. Das wäre nice. Okay, Kikugi. Ignivore. Habe ich noch nie gesehen in freier Wildbahn. Auch sehr, sehr schön. Okay, ich habe jetzt hier nichts gefunden. Ich habe jetzt ein bisschen lang geguckt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und kämpfen. Oh my gosh, it's a Trigo. Schau mir ihr Pokémon. Du kannst gerne meine Pokémon sehen, aber bitte bedräng mich nicht. Okay, ein verrückter Turi. Was hat sie denn mitgebracht aus der anderen Region? Ein... LOL, was ist das denn für ein Schmerbe? Das sah aus wie ein Hotdog, so ein bisschen. Ist das ein Hotdog-Schmerbe? So ein bisschen? Das ist eine Wurst, eine Brötchen? Ja, Schmackofax. Lecker lecki. Aircutter. Wir müssen mal... Das ist doch ein... Ist das... Amnesi? Das ist doch ein Brötchen, oder? Das ist doch safe ein Hotdog im Brötchen, ey. Hab ich sofort erkannt. Oder nicht? Vielleicht habe ich da auch ein bisschen viel Fantasie. Vielleicht ist einfach nur ein Muster. Aber ich meine, es ist ein Hotdog-Brödel. Das ist klar, Alter. Der hatte rote und gelbe Streifen mit Ketchup und Senf. Wie geil ist das denn? Richtig gut. Ferret Dance wollen wir lernen. Okay, das ist die spezielle Attacke von dem, ne? Oder? Ich meine schon. Mach ein Helping Hand mal weg. Das ist nicht so der beste Move. Hat sie noch so ein Hotdog-Pokémon? Würde ich feiern. Wishcash. Das ist die Weiterentwicklung. Ist das jetzt sowas wie ein Hamburger? Oh, schade, Alter. Ich hab gedacht, ich sollte weniger denken. So, weiter geht's nach oben und zwar zur Prüfung von dem guten alten Kiave. Ich bin gespannt, wie die aufgebaut ist und ich habe immer noch das Gefühl, dass Mosquito der Trial Leader sein wird, weil er hier rumgelaufen ist einfach. Das kann doch nicht sein. Das kann doch... Was hat er denn da hinten drin, Alter? Hat er dann halt einen Regenbogen eingepackt oder was geht hier los, ey? Of course wollen wir mitmachen. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. My trial begins. Was hat die für ein Hals? Das? Was? Was ist das? Und was macht die den hier? Habe ich doch sofort gesehen, ey. The Middle Lily hat sich verändert. Greift Lily jetzt an. Das wäre die Höhe. Das... Na, schade. Ich dachte schon, ein Lily greift an. Das wäre sowas von OP gewesen. Das wäre so... Aber oh mein Gott, wie das aussieht im Hintergrund. Das sieht so geil aus mit dem Polarlicht. Komm, fick den Jungen weg. Eric Carter. So, easy. Das war überhaupt kein Problem für uns. Aber was kommt als nächstes? Round 2, Baby. Einmal chillt ein Kiave-Kopf. Okay.
Jetzt lacht Kiaba auf einmal. Ja, Safe Call, das ist Kiaba einfach, Alter. So, will der Alola Captain jetzt gegen mich kämpfen, aber wie kann ich das verstehen? Ich meine, es wäre random, aber irgendwo auch cool. Tatsächlich, Alter, Kiaba mit Battlen, okay. Fire Dance Kiaba. Was hast du denn dabei, Kiaba? Jetzt merke ich erst, Kiaba und der Wanderer haben einfach die Spots getauscht. Kiaba ist jetzt der Handlanger von dem Wanderer. Finde ich edel. Finde ich echt edel. Und das Knogger dance halt richtig ab. Okay, machen wir einen Fire Air Fra. Kada! Kada, Kada! Hälfte. Hälfte Crit war das, okay. Flame Wheel. Tanken wir den. Boah, gerade so mit dem Burn, ey. So, Kiaba ist down. Sieht sehr, sehr cool aus übrigens in HD, habe ich gerade gesehen. Und es kommt das letzte Rätsel. Ich bin gespannt, vor allem, wer der Captain sein wird. Ich denke auf Mosquito. Also der Trial Dancer. Erstmal die Ladies am Dance mit ihren Armen. Kiaba, was tust du mit deinem Arsch? Wo greift dieses Lily dahin? Das sieht sehr, sehr. Nein! Es kommt nicht zu einem Totem Lily, oder? Halt's Maul, wenn das jetzt der, wenn das der Case ist, ne? Nein, oh Mann, oh, die triggern mich doch alle. Ist das ein Celestina? Ah! Mann, ich habe in dem Ultra Lily gedacht. Ich habe mich schon so gefreut, ey. Dieser Lily-Hype, der muss einfach ausgenutzt werden, dachte ich mir, okay. Celestigler, Level 22. Können wir dagegen irgendwas machen? Es resistet also ziemlich jeden Angriff. Wird es ein Bottom Pass sein? Wir sollten noch speeden. Ja. Yeah. Bottom Pass. Okay, das Ding ist Stahlflug. LOL, mal probieren. Wir haben Charge Beam. Das heißt, wir boosten uns. Warum nicht? Iron Head, das resisten wir. Sogar ziemlich gut. Cursed Body, kein Iron Head mehr für dich. Er ruft Hilfe, okay, was ruft er? Letztes Mal kam Spooky on. Hotdog. Digda, okay. Digda ist ein Problem für uns, weil es uns vielfach trifft mit seinen ganzen Boden-Attacks. Ja, ich greife einfach mal Celestila an. Protect. Oh, Digga, warum? Magnemite 9. Ah, nee, 4. Das taken wir aber, glaube ich, sogar noch. Macht absolut nichts. Und Charge Beam macht auch absolut nichts. Ja, nice. Warte mal. Ich glaube, ich gehe auf die Paralyse lieber. Auf Celestina und greife die mit einem Spark an. Air Slash. Macht soliden Damage. Und da kommt Magnitude 9. Und das trifft Celestina nicht, aber mich schon. Und das vierfach. Und das war's für LOL. Ja. Dammit! Okay, wir machen Volt Switch mit Wildcat erstmal, um uns ein bisschen Momentum zu holen. Wieder Protect. Warum ist das so ekelig? Damage ist richtig nice, Alter. Was hat es? Überreste? Schwächenschutz! Ja, halt's Mull, Alter. Jetzt ist der plus 2 auf einmal gegangen. Ja, safe. Ist ja richtig nett. So, wir gehen auf Baby Kai raus. Iron Head kommt. Resisten wir also auf plus 2 halt, ne? Bah, macht das Damage. Das ist einfach nur krank gerade. Ich gehe mal für den Water Pulse auf Digda, weil ich denke mal, dass er wieder Protect macht. Ja, jetzt nicht, ne? Gerade jetzt nicht, ne? Wenn ich nicht angreife, denkt er sich so, nö, ich brauche nicht angreifen, alles toll, alles gut. Water Pulse. Lang nicht aus. Und er hat den Ballon, okay. Wenn er jetzt für Protect geht, ne? Na gut, Air Slash. Das nimmt uns aber raus, oder? Plus 2 ist ja klar. Easy, Alter. Warum sollte uns das nicht rausnehmen, ist die andere Frage. Der Boy ist plus 2, plus 2. Ich gehe auf Nyan Nyan mal rein. Das ist voll Lulz. Voller Lulz. Intimidate erstmal. Ist okay. Und wir gehen auf einen Firefang auf Celestina. Puh, das hat ja gar nichts gemacht. Nyan Nyan! Ist einfach one-shotted worden. Also physisch kommen wir da gar nicht durch. Boah, holy shit, Alter. Ey, das Ding ist stark.
Das Ding ist strong as hell. Ich hab wieder gewollt-switcht jetzt, ne? Ja, wir wollt-switchen mal eben. Aber dass wir die Weakness Policy aktiviert haben, war überhaupt nicht gut. Wollt-switch macht guten Damage. Das ist ein Crit! Yes! Sehr gut! So, gehen wir raus auf Wario-Kario. Wario-Kario! Er Slash trifft. Okay, nehmen wir uns raus. Jetzt können wir Zeraora finishen. Und wir haben kein Heil-Item benutzt, ne? Richtig stolz gerade auf uns, ey. Kein Heil-Item und easy gefinished. Das ist sehr, sehr strong. Oder wird er jetzt protecten? Ja, so oder so muss ich es riskieren, halt, ne? Ja, wir müssen es riskieren. Protecte ruhig, ja. Ist okay. Aber damit haben wir den Kampf gewonnen, was sehr, sehr stark ist. Außer es kommt Magnitude 10 jetzt. Es kommt noch Growl. Easy peasy. Lemon squeezy. Ciao, Leben. Und was sagte ich? Zeraora reißt den Laden einfach. Jetzt kriegen wir noch ein neues Tool sogar, ne? Sehr, sehr nice. Und die Ladies tanzen im Hintergrund, ey. Lal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 a. Komische Monster, ey. So, gib uns den Fireum-Set. Ich habe, by the way, noch gar nicht gesehen, dass wir noch gar keinen Set aufgerüstet haben bisher, ne? We don't need that shit. Wir nehmen den einfach mit, freuen uns des Todes und Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch dieser Part mal wieder gefallen hat. Wenn ja, würde mich freuen, weil das Däumchen nach oben wäre sehr, sehr appreciated. Wir sehen uns wieder in einem neuen Part von Pokémon Star. Ich bin raus. Gebt ein Däumchen nach oben, lasst ein Abo da. Macht den coolen Tanz, wie der Typ hier. Und bis dann. Celesteela Ride Modell. Ja, ja, er weiß Bescheid, Alter. Das hört sich echt cool an. Das sehen wir aber erst im nächsten Part.